Guten Morgen, Deutschland. Gähnende Stille bei ARD und ZDF. Unglaubwürdig machen in den allermeisten Online-Medien, liebe Leute. Das ist es, was wir heute Morgen erleben. Allen voran T-Online, NTV, die großen Online-Portale stellen den Bericht eines der renommiertesten Investigativreporter auf der Welt ins Unglaubwürdige, weil dieser die Quelle nicht nennt. Und dann ist es fragwürdig, ob das stimmt, was er da geschrieben hat. Seymour Hersh hat gestern veröffentlicht, dass die Drahtzieher möglicherweise hinter der Sprengung von Nord Stream 1 und 2 die USA, Norwegen mit Wissen des deutschen Bundeskanzlers sind, also der deutschen Bundesregierung. Liebe Leute, diese Enthüllung ist gestern sogar über die Times gegangen, über die Welt, war eines der weltweit größten Presseorgane und es geht gerade viral. Und die deutschen Massenmedien, was tun sie? Sie verschweigen es oder sie stellen es direkt als unglaubwürdig dar und sagen, er hätte ja in den letzten Jahren schon so viele Verschwörungsgeschichten erzählt. Und seine letzten erfolgreichen Enthüllungen wären ja zum Beispiel der Vietnamkrieg gewesen, das Massaker damals im Vietnamkrieg. Interessant ist dabei natürlich, dass er es auch war, dieser Journalist, der damals die Sache im Irak mit dem Gefängnis Abu Ghraib und den Foltervorwürfen damals veröffentlicht hat, wo die CIA dran involviert war. Und die CIA ist es natürlich logischerweise, die jetzt ihren Sprecher vorschickt und sagt, hundertprozentiges Dementi. Ist doch klar, ist doch logisch, ja. Wir machen ja auch keine Drohnenangriffe und koordinieren die über Rammstein. Ne? Könnt ihr euch daran erinnern, es wurde auch immer dementiert. Und die amerikanische Regierung schickt einen Sprecher vor, der natürlich auch zu 100% dementiert. Der Punkt bei der ganzen Geschichte mit Nord Stream 1 und 2 ist doch aus deutscher Sicht die Tatsache, dass es in ganz Deutschland, liebe Leute, nicht einen Journalisten gibt oder ein Medium gibt, was mal investigativ nachgeforscht hat, was da letztes Jahr passiert ist. Keiner hier in Deutschland geht an das Thema ran. So viel zum Investigativjournalismus und zu dem Willen herauszufinden, wer die Drahtzieher hinter diesem Terroranschlag auf die deutsche Infrastruktur sind. Ja, ein kriegerischer Akt war es in dem Sinne. Denn stellt euch wirklich mal vor, das, was da jetzt in diesem Artikel steht, welches Seymour Hersh jetzt veröffentlicht hat, das würde zutreffen, dass das passiert ist mit Wissen dieser deutschen Bundesregierung, liebe Leute. Da wären so einige Fragen im Raum, die man beantworten müsste. Und vor allem, dann wird es hier mal richtig rappeln in Deutschland, weil diese Regierung müsste auf der Stelle zurücktreten. Das steht mal fest. Und die USA wären hier endlich mal da, wo sie hingehören, nämlich auf dem Prüfstand. Und die wunderbaren, kompletten Lieferungen und Einmischungen in den Konflikt in der Ukraine, das wäre auch sofort auf dem Prüfstand, liebe Leute. Und das ist der Grund, warum hier verschwiegen wird und weiterhin alles in das Unglaubwürdige gezogen wird. Ich bleib dabei. Es ist so eine große Heuchelei. Es ist wirklich unglaublich. Es ist auch dieselbe Heuchelei, die wir jetzt gerade erleben, was unsere deutsche Bundesregierung angeht. Wenn ich mir das Erdbeben anschaue, welches sich vor ein paar Tagen an der türkisch-syrischen Grenze gezeigt hat. Deutschland schickt Rettungsteams und Hilfsteams, THW, und schicken Güter in die Türkei. Ja, in die Türkei. Kein westliches Land, kein EU-Land hat bis zum heutigen Tag
Lieferungen, Rettungsteams nach Syrien geschickt. Die Menschen leben in Syrien. Die scheinen wesentlich weniger wert zu sein, wie die in der Türkei. Das ist die feministische, wertebasierte Außenpolitik Deutschlands und der Europäischen Union. Euch allen einen schönen Tag.